Die Hypoalpe Adria ist zunächst einmal eine Bank gewesen, die aus einer Fusion der Hypo Kärnten und der Alpe Adria Bank aus Kroatien den Sinn und Zweck hatte, sozusagen am Balkangeschäft sich zu beteiligen. Ja, das war bekannt, also Raiffeisen drängt auf dem Balkan, verschiedene andere Banken haben auch bei Investments auf dem Balkan gedrängt und daher wollte auch die Hypo Kärnten dabei sein und hat also mit dieser Fusion Marktanteile gewonnen. Daraufhin haben die Bayerische Landesbank, gesagt, ja, sie wollen auch am Balkan mitmischen. Wie geht es am schnellsten? Man übernimmt eine Bank, die dort schon sozusagen positioniert ist. Da haben sie dann ihre ganz gescheiten Bankprüfer hereingeschickt und die haben die Bank geprüft und gesagt, super Institut, haben einen tollen Kaufpreis bezahlt. Der Heide hat ihnen wirklich das Weiße aus den Augen rauserkratzt. Ja, und das wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Bitte eine Bank gut zu verkaufen. Ich würde mir wünschen, dass andere Politiker österreichisches Volksvermögen gut verkaufen. Und dann hat das Geld genommen und hat es in eine Landesholding gegeben, wo man sozusagen in dieser Stiftung dann auch Projekte, insbesondere Ausbildungsprojekte, Zukunftsprojekte finanziert werden sollten. Dann hat sich der Haider bitte in das Management dieser Bank nicht mehr eingemischt. So, dann ist ein deutsches Management eingesetzt worden und die haben das Volumen der Kreditvergaben am Balkan auf fast das Fünffache hinaufgeschnalzt. Weil die wollten nur noch sozusagen Marktanteile haben. Damit Raiffeisen sozusagen den Balkan nicht für sich alleine hat. Die haben nicht einmal mehr überprüft, ob es die Projekte überhaupt gibt, die sie finanziert haben. Weil das war ja alles im Akt drinnen. Ja? Das ist ja typisch deutsch. Die glauben ja, wenn ein Akt da ist, dann ist das auch in der Realität da. Ja? Da sind die Jugoslawen schon cleverer. Ja? Ein Akt haben die rasch einmal produziert. Ob dann das Projekt tatsächlich in der Realität produziert, ist eine ganz andere Frage. Ja? Da muss man natürlich auch hinfahren und sich so anschauen, ob das wirklich da ist. Die Mühe hat man sich gar nicht mehr gemacht. Dann haben sie gemerkt, sie kriegen einen erheblichen Teil der Gelder, die sie auf dem Balkan haben fließen lassen, gar nicht mehr zurück. Das waren aber keine Gelder, die schon in der Bank waren, sondern das waren ja auch Gelder von anderen Investoren, die in der Bank investiert haben, weil sie dort dabei sein wollten bei diesem Goldgräber, bei dieser Goldgräberstimmung, die dort geherrscht hat. Wie die Bayern gemerkt haben, das geht schief, haben sie zusätzlich noch ihr Eigenkapital aus der Bank abgezogen und haben dann zu den Österreichern gesagt, so, jetzt ist die Bank pleite, jetzt müsst ihr es übernehmen, weil sonst kommt Kärnten kommt das Land Kärnten, das ja haftet, für 19 Milliarden, kommt dann in die Schieflage. Was man nicht dazu gesagt hat, ist, dass ein erheblicher Teil dieser 19 Milliarden eine sogenannte Ausfallshaftung ist. Ausfallshaftung bedeutet, dass zunächst einmal der Eigentümer drankommen muss, wenn es um die Haftung geht. Das waren zu dem Zeitpunkt immer noch die Bayern. Haftende Bank hinter der Bayerischen Landesbank ist wer? Der Freistaat Bayern. Und dann erst, wenn der Freistaat Bayern auch pleite ist, nachdem zwar sozusagen die Bayerische Landesbank wegen Hypoalpe Adria pleite gehen soll, dann erst wären die Kärntner zum Zug gekommen. Also ich glaube, das Risiko war beherrschbar, dass die Bayerische Landesbank nicht pleite geht und es war auch dieses Risiko beherrschbar, dass der Freistaat Bayern nicht pleite geht wegen der Hypoalpe Adria. Ja? So, was hat sich aber in diesen Zeit 14 Tagen abgespielt, als es darum ging, den Österreichern die Bank sozusagen schmackhaft zu machen und der sogenannten Notverstaatlichung? Und da tauchen jetzt Dokumente auf bei den Prozessen in München, wo die Bayern damals eigentlich fassungslos waren vor Glück, dass die Österreicher so blöd sind und die Bank übernehmen. Die haben da mehrere Aktenvermerke gehabt, die gesagt, das stand drinnen im Bericht, in internen Berichten. Sie können sich nicht vorstellen, dass, also man muss irgendein Abwicklungsszenario für die Hypoalpe Adria entwickeln, weil sie können sich nicht vorstellen, dass die Österreicher so dumm sind und die Bank übernehmen. 14 Tage später waren die fassungslos vor Glück, dass man auf einmal die Bank übernehmen konnte. Und nun frage ich, was war hier zwischen CSU und ÖVP in diesen 14 Tagen abgesprochen? Darüber kann man nur spekulieren, das ist ja bisher nie herausgekommen. Was hat also Seehofer und der damalige Finanzminister Faltelhauser mit dem damaligen Finanzminister Josef Bröll abgesprochen in der Zwischenzeit? Damit wir nicht nur die Bank übernommen haben, jetzt kommt ja noch viel dicker, sondern den Bayern auch noch 4 Milliarden Haftung nachgeschmissen haben. Wir haben eine 4 Milliarden Haftung zugunsten der Bayern übernommen. Völlig sinnlos. Deswegen wird ja immer gestritten, ob die Milliardenhaftung 13 Milliarden sind oder ob 17 Milliarden sind. Ja? Da geht es immer um diese 4 Milliarden, die da zusätzlich unnötigerweise mit übernommen wurden. Also im Grunde ein einziger verbrecherischer Akt. So, dann haben die gesagt, jetzt müssen wir nur die Bank umdrehen. Ja? Da tun wir jetzt nur hineinschauen, weil jetzt haben wir die Bank übernommen, jetzt tun wir die Bank umdrehen und da werden wir schon fündig werden. Der Haider wird da werden wir vieles gegen den Haider finden. Dann haben sie die Bank dreimal umgedreht. Einmal durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Einmal durch die Finanzmarktaufsicht
und einmal durch CSI Hypo des Finanzministeriums. Sie haben keinen einzigen Beleg gefunden, der den Heide belasten würde. Keinen. Diesen Beleg würden Sie so groß machen, wie ich diese Roll-Ups da hinten machen am lassen, ja, und würden diesen Beleg durch das gesamte Land mit Prozessionen tragen wie eine Ikone, um zu zeigen sozusagen, dass der Heider an allem schuld ist, weil das behaupten Sie ja. Sie haben zwar keinen Beweis dafür, aber Sie behaupten es halt einmal. Ein Toter kann sich ja nicht mehr wehren, vor allem wenn er verteidigt werden soll von seinem Vollkoffer wie dem Herrn Strache, ja. Dann ist der Toter natürlich auch nicht, da ist der Toter wirklich wehrlos, ja. Das beherrschen Sie alle mal noch. Die Toten anzuklagen, das ist ja eine österreichische Tugend geworden, ja. Also das heißt, also da, und Sie haben zwar nichts in der Hand, aber Sie behaupten, der Haider war es. In Wahrheit war es ein deutsches Management, das dort unten schlicht und einfach Milliarden verwirtschaftet hat und ein Finanzminister und sein Staatssekretär Schieder, der unnötigerweise aus einem deutschen Bankproblem ein österreichisches Bankproblem macht. Ich habe immer deswegen gesagt, lasst doch die Bank pleite gehen, weil das schaue ich mir an. Selbst wenn die Bank pleite geht, dann fange ich doch lieber Kärnten auf, als dass ich die Bayern auffange. Erstens einmal. Und zweitens, selbst wenn die Bank pleite geht, das schauen wir an, wie dann die Deutschen, die Investoren, die in der Hypoalpe Adria investiert haben für die Projekte am Balkan, wie die die hängen lassen. Denn eines war doch ziemlich klar, dass sich eine deutsche Bank, die ein Rating international halten möchte, es sich nicht leisten kann, Investoren auf der Strecke zu lassen. Das hätte das gesamte Kreditwesen, das gesamte Bankwesen in Deutschland getroffen, wenn eine deutsche Bank nicht mehr in der Lage ist, eine kleine Bank in der Provinz Kärnten abzuwickeln. Ja? Das hätten sich die Banken in Deutschland gar nicht leisten können. Sie hätten ihr Rating damit in Gefahr gebracht. Und daher hätten die alles unternommen, damit die Bayern diese Bank irgendwie auffangen. Ja? Nein. Wir haben das ohne jede Notwendigkeit, haben wir aus einem deutschen Bankproblem, haben wir ein österreichisches Bankproblem. Also dann sind die Banken deutschen fein heraus und wir sind die Deppen und wir dürfen wieder zahlen. Und das war das verbrecherische Bankmanagement nach dem Verkauf an die Deutschen und das verbrecherische Übernahmen dieser Bank in die österreichische. Ja, und jetzt ist der Herr Bröll, der natürlich dann auf einmal gesundheitliche Probleme bekommen hat, der ganz schwer getroffen war, ja, der ist dann auf einmal bei Raiffeisen, Raiffeisen war übrigens mitfinanzierend bei den überall mit dabei, der ist jetzt Generaldirektor bei der Agrana in Tulln, das ist eine Tochtergesellschaft des Raiffeisen-Sektors, ja, fährt mit einem fetten Auto durch die Gegend, unlängst hat er mich einmal neben dem Parlament hat er gehupt, der lässt die Scheibe runter, ganz an irgendein fettes, riesiges Auto, oder Jaguar oder was das war, ja, Ledersitze drinnen sitzt der Josef Bröll, und sagt, Herr, wie geht's dir denn? Sag ich, entschuldige bitte, nicht so gut wie dir, wenn ich da reinschaue, ja. Ja, es war ihm dann irgendwie peinlich, ich habe gesehen, dass das war jetzt nicht wirklich gescheit, dass er das gemacht hat, und ist dann wieder davon gebraust, ja. Also das ist jetzt das Faktum, und der Herr hat die Faktor nichts anderes getan, als den Zeitpunkt immer weiter hinauszuzögern, ganz wie die Europäische Union mit der Finanzkrise, einfach nur zu schauen, möglichst weit hinauszuziehen, damit dann sozusagen der direkte Durchgriff auf die es wirklich angerichtet haben, immer unwahrscheinlicher wird. Und damit hat sie aber Folgendes bewirkt, damit ist das sozusagen das Pleitevolumen noch weiter gestiegen, weil das ist ja nicht so, dass man das Geld ja sozusagen einfach nur ruhen lässt, also das arbeitet ja auch negativ. Ja, mit Schuldzinsen. Und daher ist also mittlerweile das Obligo weiter gestiegen und wir werden wahrscheinlich, es ist derzeit noch gar nicht absehbar, wie viel wir da zahlen müssen, aber ich sage es halt klipp und klar, das ist ein eindeutiges schwarzes, mit roter Beteiligung der Andreas Schieder, der Klubobmann der SPÖ war mit dabei, aber es ist eindeutiges, schwarzes, mafiöses Handeln gewesen. Schwarze in Deutschland, in Bayern, schwarze in Österreich. Ja? Überall auf der ganzen Welt würde man so eine kriminelle Vereinigung unter Anklage stellen. In Österreich müssen wir Steuerzahler für sie haften. Das ist der Unterschied. Und daher sage ich das auch in dieser Deutlichkeit. Ich habe keinen Grund, den Heider zu verteidigen. Heider hat viele, viele falsche Dinge gemacht, wie jeder Politiker auch falsche Dinge macht. Ja? Aber bei der Hypo kommt er zu Unrecht, zum Hankus. Bei der Hypo ist das in Wahrheit die ÖVP gewesen, die das verbockt hat. In der irrigen Erwartung, dass sie jetzt den Haider und die FPÖ damit vernichten können, weil sie geglaubt haben, die haben ihre eigene Propaganda geglaubt. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist noch nicht geklärt, nämlich was sich zwischen CSU Bayern und was sich zwischen ÖVP Österreich dazwischen abgespielt hat. Ja? Das interessiert mich eigentlich viel, viel mehr. Da, glaube ich, liegt noch der Hase im Pfeffer.